Ja, hallo meine lieben Tabak- und Pfeifengenießer hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und vor allem noch einen schönen Sonntag. Ihr seht ja, Wetter ist wieder besser geworden. Ich hoffe, das ist bei euch auch so. Es ist nicht mehr so heiß, es ist schön warm, angenehm. Und nach einer gewissen Regenzeit, Gott sei Dank, scheint jetzt auch mal wieder ein bisschen die Sonne, sodass wir hoffentlich noch ein bisschen Restsommer genießen können. Ja. Um was geht's heute? Habt ihr im Videotitel ja schon gesehen. Es geht heute um einen Amerikaner. Ich habe ja, ich glaube im vorletzten oder vorvorletzten Video bei mir gesehen, dass ich mir doch einen ganz schönen Schwung von den amerikanischen Tabaken besorgt habe. Und möchte immer wieder nach und nach die Tabake ausgiebig rauchen, um dann euch den Tabak auch einigermaßen vorstellen zu können. Hoffe ich zumindest. Und der erste Tabak, den ich quasi aus der ganzen Serie aufgemacht habe, ist der Baijiu. Baijiu, ja, Amerikaner sagen Baijiu, aus der Cellar-Serie. Diese Keller-Serie, quasi diese Lager-Serie, da wo Cornell & Deal ja selber von sich auch sagt, dass diese Blends quasi super geeignet sind, um sie zu lagern. Steht ja auch auf der Dose drauf, dass man sie 10 bis 15 Jahre lagern soll, um dann quasi den perfekten oder den richtigen Reifegrad dazu erzielen. Gut, das habe ich jetzt nicht vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich aber schon ein bisschen recherchiert habe und viele sagen, wenn man so eine Dose eines solchen Tabaks mal kauft und dann so ein gutes Jahr liegen lässt, dass man da angeblich auch schon hervorragende Reifeergebnisse quasi erzielen kann. Ob das natürlich so ist, kann ich euch nicht sagen. Ein Versuch wäre es auf alle Fälle wert. Und ich kann nur so viel sagen, dass dieser Tabak auf alle Fälle, das ist ja jetzt der erste meiner Amerikaner, die ich aufgemacht habe und ausgiebig geraucht habe. Ihr seht ja, er ist so gut wie leer. Also es sind noch, weiß nicht, 3 Pfeifenfüllungen oder sowas drin. Darum wollte ich mir auch die Zeit lassen, den Tabak wirklich ausgiebig zu rauchen, viele, viele Male aus verschiedenen Pfeifen zu rauchen, um mir da einen Eindruck darüber zu machen. Zu den Randnoten hier, also es sind 57 Gramm, das sind diese berühmten 2 Unzen, die auch Kohlhase hier so abgefüllt hat in ihren Dosen. Ihr habt ja vielleicht auch das Video von Bernd Chapoclac schon gesehen und er hat es ja auch angesprochen, dass die Dosen, der Rand der Dosen hier ist tatsächlich, mir ist das erst gar nicht so aufgefallen, aber der Falz, der hier ist, wo man diesen Deckel abzieht mit der Lasche, der ist tatsächlich ziemlich scharf. Also das ist tatsächlich etwas, wo man aufpassen muss, weil ich glaube, hier kann man sich tatsächlich sehr, sehr leicht verletzen. Ich habe so überlegt, ich glaube, das kann man gar nicht besser machen, wenn man diese Dosen hier verwendet. Ich weiß jetzt auch nicht erst von den amerikanischen Dosen, ob die da ident sind mit dem gleichen Problem, dass die hier so eine scharfe Kante haben. Aber auf alle Fälle seid da vorsichtig, wenn ihr mit den Dosen hantiert. Hier ist auf alle Fälle Verletzungsgefahr geboten. Der Tabak, 57 Gramm, liegt bei 19,90 Euro hier bei uns im Lande. Und ich muss sagen, der Tabak ist auf alle Fälle jeden Euro und jeden Cent wert, meiner Meinung nach. Was haben wir hier? Wir haben hier einen 2003er Eastern North Carolina Red Virginia enthalten. Dazu kommt noch ein bisschen heller, süßer Virginia. Und dann das Besondere, ein kleinblättriger Caterini Orient Tabak. Und dazu wird der Tabak vor dem Pressen noch mit Honig gecased, anschließend gepresst und dann in Flakes geschnitten. Durch das, dass ich ja hier nur noch den Rest habe, seht ihr ja Flakes, haha, Flakes, wo sind hier Flakes? Also der Tabak kommt eigentlich als Broken Flake bis hin zum Ready Rubbed daher, sage ich jetzt mal. Ich blende euch natürlich wie ihr Bilder ein, wie ich die Dose aufgemacht habe. Das Foto ist, glaube ich, ein bisschen unscharf geworden, aber ich habe jetzt nochmal vorhin ein Foto gemacht vom Rest, dass ihr zumindest so ein bisschen das Tabaksbild erahnen könnt. Sehr ansprechendes Tabaksbild, lädt natürlich total ein, den Tabak rauchen zu wollen. Und
Ganz kurze Randbemerkung, weil hier Katerini-Tabak drin ist. Katerini ist halt ein Orient-Tabak, ähnlich wie zum Beispiel der Izmir, ist ein türkischer Orient-Tabak. Und der Katerini hat eine Besonderheit, denn der wächst auf den, ich habe mir das sogar extra notiert, auf dem Festland von Griechenland und wird dann nach der Ernte fermentiert nach dem gleichen Rezept, wie man Perik Tabak herstellt. Ich habe euch hier auch nochmal was eingeblendet, also wie der Tabak, das Tabakblatt des Katerinis aussieht und in den Verfahren, wie der Perique quasi in den Fässern fermentiert wird mit dieser Saucierung, mit dieser Soße, die da, wo die Tabakblätter dann quasi eingelegt werden und gepresst werden, da entsteht quasi dieser Katerini-Tabak. Wer es auch Interesse hat, es gibt von, auf YouTube hier von Cornel & Deal, von ihrem Kanal, ein sehr, sehr interessantes Video über den Katerini-Tabak. Da spricht der Masterblender von Cornel & Deal, Jeremy Reeves, darüber. Das verlinke ich euch hier, das Video. Könnt ihr mal reingucken und euch das anhören, was der über den Tabak, den Katerini-Tabak da erzählt. Wenn man die Dose aufmacht, frisch aufmacht, dann kommt einem als allererstes ein, für mich damals, ich habe den jetzt über zwei Wochen offen, ein Geruch in die Nase, den ich so hier in den deutschen Landen nicht kannte. Das ist eine Säuerlichkeit, die da rauskam, ganz intensiv, die mich, ich habe lange überlegt, woran könnte mich das erinnern, und ich bin dann so auf den Punkt gekommen, saure Milch, Milchsäure. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, wenn so ein bisschen die Milch anfängt sauer zu werden, hat die so einen Säure-Touch und das ist so dieses ganz intensive Aroma, das am Anfang aus der Dose rausströmt, wenn ihr sie frisch aufmacht. Wenn diese Säuerlichkeit so ein bisschen zur Seite tritt, da kommt natürlich eine wunderschöne dunkle Süße, eine Brotigkeit, eine Malzigkeit. Die Virginias kommen durch mit ihrer heuigen Süße, eine gewisse erdige Würze, ein herber, säuerlicher Ton, ein unendlich, ich hätte jetzt fast wieder das Wort geiles Aromenspiel gesagt, was da aus der Dose rausströmt. Also es ist unwahrscheinlich angenehm, es ist unwahrscheinlich einladend. Ja, es ist einfach ein unwahrscheinlich toller Geruch. Man riecht auch dieses Casing, dieses Honigs, also ich bin ehrlich, wenn man jetzt nicht sagen würde, dass da ein Casing mit Honig drauf ist, dann weiß ich jetzt nicht, ob ich es rausriechen würde. Jetzt durch das, dass ich weiß, dass da ein Casing drauf ist, dann bilde ich mir schon ein, dass so eine Honignote, so eine dunkle Honignote, also kein Blütenhonig, kein heller Honig, sondern so eher so ein Waldhonig, ein richtig dunkler, vollmundig süßer, herber Honig, der könnte so im Hintergrund mitschwingen. Ja, und wenn man sich den Tabak dann in die Pfeife einbringt, der auch für meine Begriffe sehr einfach zu stopfen ist, Vorsicht ist geboten, der Tabak kommt meines Erachtens sehr feucht. Also er ist nicht nass, so wie Samuel Gavis oder sowas, aber er kommt sehr feucht daher. Also er hat schon wirklich viel Feuchtigkeit drin und ich habe festgestellt, die Dose bei mir hier, ich habe den hier drin belassen, weil es ist ja dieser Deckel mit dabei. Ich habe die beiden weißen Papierdeckel habe ich weggemacht, habe hier den Einleger, der quasi ja auf den Tabakdosen innen drin drauf liegt. Den lege ich dann quasi hier drauf und verschließe die Dose gut und drücke die Luft auch noch so ein bisschen raus. Und so lasse ich die Dose stehen. Und so ist die jetzt schon über zwei Wochen offen. Und ich finde, der Tabak hat jetzt nach einer guten Woche, anderthalb Wochen, angefangen, so die richtige Konsistenz zu haben. Er ist richtig schön griffig. Beim Anfang, wenn du ihn wirklich frisch stopfst, also nach dem Öffnen, dann hast du eine unendliche Vielzahl von Anzündvorgängen, bis du den Tabak zum Laufen kriegst. Du schaffst es natürlich dann ja auch, aber es nervt ein bisschen. Aber wenn er so ein bisschen Zeit hatte abzulüften und so ein bisschen Feuchtigkeit verloren hat, dann ist es wunderbar. Du zündest ihn vielleicht ein-, zweimal an und dann läuft die Geschichte auch wunderbar. Geraucht wird er bei mir hier in dieser wunderbaren La Natra Poca de Assi, eine meiner Lieblingspfeifen. Ich meine, ihr kennt die Pfeife ja, habe ich euch ja auch schon mal gezeigt.
ein wunderbares Kunstwerk aus Italien mit dem massiven barocken Sterling-Silber-Applikation hier mit den vier Karten und dem Lanatra-Entchen als Jeton hier im Mundstück eingelegt. Ebenfalls auch Silber. Und diese Bürstung der Pfeife ist natürlich eine Sensation, wenn die in der Sonne ist. Dann glitzert das und schimmert das. Unglaublich. Ja. Und in der habe ich meinen Baijiu gestopft. Ihr seht, er nimmt auch wahnsinnig gut das Feuer an mittlerweile, durch das, dass er eben ein bisschen Zeit hatte abzulagern und vor allen Dingen auch abzutrocknen. Wenn du den Tabak rauchst, dann kommt natürlich die gesamte oder geballte Kraft dieses 2003er Carolina Red Virginias vor. Dieser Virginia ist unwahrscheinlich geschmacksintensiv, sehr vollmundig, der Rauch ist sehr intensiv. Der Geschmack sehr cremig, vollmundig. Dazu kommt dann die Süße dieses hellen Virginias, der dazu kommt. Und du hast beim Rauch tatsächlich immer wieder so ein Gefühl von warmen Honig. Kennt ihr das, wenn ihr so einen frischen Toast oder ein warmes Brötchen habt und mit Butter und da streicht ihr so ein bisschen Honig drauf, der sich so ganz leicht erwärmt? So dieses warme Honignote schwingt immer wieder bei dem ein oder anderen Zug im Hintergrund und jetzt auch, wenn der Rauch schon wieder ein bisschen aus dem Mund draußen ist und sich so ein bisschen der Geschmack auf dem Gaumen und auf der Zunge absetzt, dann hast du diesen warmen Honiggeschmack so intensiv zu schmecken. Der Catarini Orient bringt so eine gewisse, ebenfalls so eine gewisse Süße mit, aber auch so eine gewisse kräutrige, leicht florale Note. Und der Virginia und der Orient geben sich so ein bisschen die Bälle so hin und her. Sehr ausgewogen. Ein sehr natürlicher Tabakgeschmack. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn der Tabak wirklich mal einige Jahre liegt oder sagen wir mal ein Jahr liegt, dass das mit Sicherheit ein sehr, sehr interessantes Tabaksaroma werden könnte. Ich glaube, dass das in diese Richtung gehen könnte, wie diese wunderbaren HU-Tabake, die Gran Reserva-Linie, der Rosinante oder auch der Cervantes. Dass der Tabak noch eine tiefe, eine Komplexität bekommen könnte, das kann ich mir durchaus sehr gut bei dem Blend vorstellen. Auch beim durch die Nase ausblasen. Hast du diese Honignote ganz leicht, sehr cremig, aber sehr, sehr vollmundig. Der Tabak ist tatsächlich nicht leicht, also ich muss schon sagen, der ist definitiv mittelkräftig. Zum Ende hin könnte man vielleicht sogar sagen, dass er wirklich so ein bisschen an gut mittelkräftig wird, was aber nicht daran hindert, jetzt sage ich mal, den Tabak all day zu rauchen. Also wirklich, den kann man am Vormittag schon rauchen, den kann man nachmittags jetzt wie gerade eben wunderbar rauchen und natürlich auch abends hervorragend nach einem guten Essen rauchen. Er belastet jetzt nicht extrem, was auch das Nikotin angeht, aber es ist auf alle Fälle jetzt kein leichter, milder Tabak. Das könnte man jetzt bei dem Tabak nicht sagen, aber er ist auf alle Fälle gut rauchbar. Er brennt auch wahnsinnig gut ab jetzt. Also es ist wirklich so, dass er sich wunderbar in der Pfeife verhält. Am Anfang, wie gesagt, ich habe es euch ja gesagt, wenn er ganz frisch ist oder wenn er vielleicht erst nur ein paar Stunden offen ist, ist das noch nicht so ideal. Ihr seht, er ist nach dem etwas runterdrücken mit dem Stopfer gleich wieder da.
großartiger Tabak. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist der erste jetzt, der Amerikaner, von meinen 11 Dosen. Also ich habe noch 10 weitere hier, gemischt noch aus Aromaten und Naturnahen. Aber für den Einstieg in diese amerikanische Serie oder diese Amerikaner, die wir hier derzeit vor Ort haben, ist das ganz großes Kino. Also Baijiu ist ja das Wort für Juwel übersetzt, ne? Und ich glaube schon, dass das definitiv ein Juwel ist, den Cornel and Dill da rausgebracht hat. Wie gesagt, er hat ja eine Serie, diese Seller-Serie, da sind ja mehrere Blends drin. Der Genet's Cake zum Beispiel, der King Cake sind ja andere Beispiele noch. Und aber einen, den wir aus der Serie auch hier schon vor Ort haben, das ist sein Bruder, der Speak Easy Navy Blend. Ihr seht noch, also die Dose ist auch noch natürlich zu. Das ist eben auch einer dieser Seller-Serie, wo eben auch draufsteht, dass 10 bis 15 Jahre ideal ist, um den Tabak reifen zu lassen. Ich bin mir nicht sicher, was ich als nächsten Tabak jetzt aufmachen werde, ob ich mir dann vielleicht doch jetzt mal einen Aromaten nehme, um mal auch die Aromaten aus Amerika kennenzulernen. Da muss ich noch gucken. Auf alle Fälle, dieser Tabak hier, den kann ich euch von meiner Seite nur empfehlen. Ein Virginia Orient, der mir richtig, richtig gut gefällt. Das könnte ein Stammtabak bleiben und werden, wenn man jetzt weniger Tabak hätte, was wir alle nicht haben. Aber das könnte ein Tabakkandidat sein, den man sehr gerne in der Tabakbar drin hat. Und ich glaube, dass man sich da durchaus ein oder zwei Döschen mal auf Lager legen kann und dieses Experiment wagen kann, den mal ein bisschen liegen zu lassen. Meine Lieben, das war's eigentlich. Mein erster USA-Tabak für euch vorgestellt. Ich werde jetzt hier noch entspannt mein Pfeifchen zu Ende rauchen und hoffe natürlich, dass ihr das Gleiche tut, dass euch das Review ein bisschen gefallen hat. Lasst es euch heute noch gut gehen, genießt den Sonntag noch, kommt mir gut in die neue Woche. Und ich würde sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Servus.